Ja, hi, guten Morgen. Also ich bin jetzt hier an meiner Location angekommen. Bin heute in Oberhausen. Und zwar, ihr kennt das Zentro bestimmt. Das Zentro ist ein Einkaufszentrum. Dort gibt es also auch den neuen DJI Flagship Store. Und da bin ich jetzt heute, möchte ich jetzt heute hin. Ja, hi, guten Morgen. Also ich bin jetzt hier an meiner Location angekommen. Bin heute in Oberhausen. Und zwar, ihr kennt das Zentro bestimmt. Das Zentro ist ein Einkaufszentrum. Dort gibt es also auch den neuen DJI Flagship Store. Und da bin ich jetzt heute, möchte ich jetzt heute hin. Daher hier mein Video. Also wer das nicht verpassen möchte, der sollte jetzt dranbleiben. Ich bin hier heute an der Ladestation. Hier ist mal frei, weil ich jetzt noch recht früh bin. Hier ist also noch nichts los, wie ihr sehen könnt. Und ja, warten wir es mal ab, was passiert. Also ich muss jetzt natürlich, da hier man nur stehen darf, während dem Laden, habe ich jetzt hier nur 3 Stunden, wo ich hier stehen darf. Dann muss ich mich umsetzen auf einen anderen Platz. Also, so sieht das aus hier. Jetzt gehen wir mal los. Auto ist zu. Ja, das können wir jetzt noch mal. Spiegel noch einklappen. So, der wird geladen. Dann werde ich mal hier runter gehen. So, ich teste hier auch unter anderem teste ich hier mal die Osmo Action 4. Die hatte ich mir vor kurzem zugelegt. So. Hier geht's raus. Ach, das ist ein Notausgang. Dann gehen wir mal hier raus. Parkplätze. So. Ach, hier unten ist auch noch ein Ladeplatz. Wo geht's denn hier zum Mall? Ach so, hier lang geht's zum Mall. Hier ist schon wesentlich mehr los. Aber trotz alledem ist der Elektroladeplatz noch frei. Interessant. Ich habe jetzt hier mein externes Mikrofon angeschlossen. Und zwar habe ich hier ein Rode Wireless Mi. Habe ich hier dran. Bin mal gespannt, wie das funktioniert, wie der Ton hier ist. Und wir schauen uns das jetzt mal alles an. Gibt's hier auch noch Ladeplätze? Nee. Hier gibt es noch Behindertenparkplätze natürlich, wie immer. So. Aha, hier ist auch noch einer. Ah ja. Also für den kann das schon teuer werden, wenn er da jetzt einfach steht. Ja, hier im Zentrum ist noch nichts los, weil wir haben erst 10 nach 9, wo noch kein Mensch da ist. Nur Personal. Macht hier alles sauber. Coole Sache. Naja. Also, mal gucken, was hier noch alles passiert heute. Ich gehe jetzt hier erstmal irgendwo was frühstücken. Und dann schauen wir mal.
Also, bis später. Ja, hier ist aber auch wirklich noch alles runtergeklappt. Man sieht hier ja noch gar nichts. Was ist das denn? Aha. Okay. Aha. Hier ist schon unser Store. Ist nicht besonders groß, wie ich jetzt so feststelle. Aber wir lassen uns mal überraschen. Übrigens ist es hier schon sehr interessant, dass ich also jetzt, ich mache jetzt hier mit der Osmo Action 4 mache ich jetzt mein Video und habe gerade schon festgestellt, wie praktisch es ist, zwischen dem Front- und dem Rückdisplay hin und her schalten zu können. Also ich kann einfach auf den Touchscreen drauf tippen und schon wechselt das hier. Ja. Also schon sehr interessant. Alles noch runtergeklappt hier. Unglaublich. Habe ich hier noch nie so gesehen. Ja, mal gucken, ob es da hinten schon was zu essen gibt. Also Frühstück meine ich. Bei McDonald's hier ist auch noch alles runter. Thalia. Naja. Schon interessant, das mal so zu sehen. Oh, hier ist schon Christmas. Sehr interessant. Naja. Alles noch am Wienern. Die Mitarbeiter sind aber alle schon da, so wie es scheint. Interessant. Ach, die bei Starbucks sind auch schon da. Okay. So, wir gehen mal hier weiter rum. Hier ein der Gummibärchen-Store von Haribo. Hier gibt es auch schon was. So, gehen wir mal hier weiter. New Yorker. Galeria Kaufhof ist auch noch zu. Ja, das sieht schon ganz gut aus hier. Hier ist auch schon auf, aber noch nicht wirklich. Ich nicht. Ich sage, es ist schon cool gemacht hier, wie es hier alles aufgebaut ist. Pasta, Subway, Dunkin, Masti, Indian Food, Frittenwerk, dann Five Guys, da sitzen auch schon welche oben. Ja, und bei McDonald's geht es auch schon los. So, jetzt hier bei McDonald's. Erstmal was bestellen. Oder nee, das mache ich lieber am Platz. Thank you.
So sieht das aus hier bei McDonald's. Ich habe hier meinen Separé. Schon echt cool. Naja, so, ich werde mir jetzt erstmal was bestellen. Also, guten Morgen und guten Appetit oder Hunger oder was auch immer. Bis später. So, da ist mein Cappuccino. Also, hier ist ganz schön was los, aber ich trinke jetzt erstmal meinen Cappuccino. Wir sehen uns gleich. Also ich nehme jetzt hier mit diesem Mikrofon auf. Das ist das Wireless Me, da gibt es also so einen Puschel oben drauf. Dann kann man das schön an die Osmo Action dranhängen, hier außen dran. Einfach das Mikrofon außen rein und seitlich dran gehängt mit so einem extra Adapter von Neua mit diesem Olanzi Zusatzteil, wo ich einen Goldschuh habe und dann das Mikrofon, also quasi den Wireless Me dranhängen kann. Wenn jemand daran Interesse hat, ich kann das verlinken in der Videobeschreibung. Also jetzt erstmal Kaffee. Lecker. Also so langsam füllt sich jetzt hier auch das McDonald's. Und ich nehme jetzt übrigens gerade mal mit dem internen Mikrofon von der Osmo Action 4 auf und sitze so, ja, so 30, 40 cm davor, um mal zu sehen, wie dann der Ton ist. Im Gegensatz zum Wireless Me. Ich stecke jetzt mal das Wireless Me dran. Dauert einen Moment. So, ich weiß jetzt, woran es lag. Das lag ganz einfach daran, dass ich das Mikrofon, also den Sender, nicht eingeschaltet hatte. Und dann kann er natürlich nichts aufnehmen. Ja, also, so weit, so gut. Das wird von Minute zu Minute voller hier. Es ist schon recht interessant, das zu sehen. Und wir schauen mal, wie es hier weitergeht. Was aber definitiv der Fall ist, ist, dass die Osmo Action nicht abschaltet, wenn ein Mikrofon dran ist, obwohl ich eingestellt habe, nach 30 Sekunden aus. Also, jetzt ist ja, bleibt sie an, obwohl ich also eine Minute drin stehen habe. So, jetzt ändern wir mal den Status. Wir ziehen jetzt mal den Stecker raus. Das Mikrofon ist weg. Man sieht das jetzt. Und siehe da, die Kamera schaltet sich aus. Okay. Stecken wir den aber wieder rein. Aber ich muss definitiv einmal drücken. So, aber ich kann es auch umstellen wieder. Funktioniert sofort wieder. Das ist schon cool. Wir sind immer noch nicht ganz auf. Obwohl wir jetzt schon, was haben wir denn? 5 vor 10 haben wir schon. Wir sind erstmal am Vorgrillen hier. Ja, man kann hier schon erste Sachen sehen. Es leuchtet schon durch. Also ich bin mal gespannt, wie gut das dargestellt ist. Ja, sehr cool. Warten wir mal ab, wenn gleich alles hochgeht. Aber jetzt geht's los. Jo, jetzt geht die Rolllade hoch. Schauen wir mal. Jo, die Rolllade geht hoch
wenn wir uns das Ganze mal anschauen. Ja, ich bin jetzt im Store und kann euch den mal zeigen. Ich habe also nachgefragt, ob das okay ist, und man hat mir das erlaubt. Also gehe ich jetzt mal hier rum, könnt ihr mal gucken. Also hier Mavic 3 Pro. Alles zum Anfassen hier. Ich weiß nicht, ob man hier fliegen kann, also das ist die große Frage. Ich glaube eher nicht, aber schon cool. Wir sind auch hier RoboMaster und alle Dinge, die es hier so gibt. Hier gibt es auch noch die Hasselblad-Kameras, was also auch ein sehr interessantes Produkt ist. Hier so Ausstellungen. Hasselblad-Kamera habe ich vorher noch nie gesehen. Höchst interessant, um das mal zu zeigen. Hier verschiedene Objektive für Hasselblad. Echt interessant. Ein Terabyte integrierte SSD, das ist natürlich mal interessant. Ich weiß gar nicht, was kostet denn sowas überhaupt? Sehr interessant. So, hier seht ihr jetzt alles, was es gibt. Avatar, Mavic 3 Pro und so weiter. Die Klassik, die R2S, alles zusammen auf einem Fleck, Mini 3, Mini 2 SE, dann hier die ganzen Gimbal, der Käfig von der Action 3, die Action 4, DJI Mic. Den RoboMaster. Für die Osmo Action die entsprechenden Halterungen, Brust und Wassercase. Dann hier die Gimbal RS3 Mini. RS3 und RS3 Pro. Und das RavenEye. Hier ein bisschen Zubehör. So, und hier die FPV. Dann hier die neue R3, hier nochmal die Avatar, Mavic 3 Pro, Mavic 3 Classic und hier die neue kleine Mini 4 Pro. Ja, das war ganz interessant. Jetzt gehe ich mal noch zum Apple Store, um dort die neuesten iPhones zu sehen. Das neue iPhone 15, ne? 15? Ja, das ist 15, glaube ich. Thank you.
So, da sind wir im Apple Store. Hier die neuen iPhone 15. 15 Pro. Aha. Das habe ich mir schon fast gedacht, dass man das so macht. Hier mit USB-C. Ich glaube, das ist sehr viel anfälliger, deswegen hat man das so gemacht. Ja, das sieht schon cool aus. Hier mal der Mac Studio. Mit Studio Display. Also das war es jetzt mit meinem Vlog. Ich bin gespannt, wie es euch gefallen hat und schreibt mir einfach mal in die Kommentare, was ihr so denkt über den Store. Hat das Potenzial? Ich habe übrigens Interessantes gehört von einem Mitarbeiter. Also er sagte, das DJI Mic würde an der Osmo Action auch mit Bluetooth funktionieren. Ich sage, nee, das ist nicht der Fall. Ich sag, das wäre mir jetzt neu. Aber ich sage, das können wir gerne ausprobieren. Haben wir das nochmal probiert und das ging natürlich nicht, weil das hätte ja schon irgendjemand gewusst. Aber scheinbar sind die Leute halt eben auch noch nicht perfekt. Ne? Die haben ja auch gerade den Laden erst eröffnet. Aber was soll's. Sie haben sich auf jeden Fall um das Thema gekümmert und versucht, das wirklich auszuprobieren, aber dem war dann leider nicht so. Es wäre natürlich sensationell gewesen, wenn das funktioniert hätte. Wäre vielleicht was für DJI für die Zukunft, dafür zu sorgen, dass das DJI Mic mit der Action-Kamera zusammen mit Bluetooth funktioniert. DJI, ich würde sagen, nehmt das mal in eure Entwicklung mit auf und bei der nächsten sollte das funktionieren. Also ich für meine Sache fand es sehr interessant hier einmal vorbeizufahren. Wer es gerne selber machen möchte, es ist im Zentrum in Oberhausen und dann gibt es in München gibt's auch noch so einen Laden. Also ich sag mal tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Hinterlasst gerne ein Abo und ein Like, wenn es euch gefallen hat. Und bis bald. Ciao.